Lady Winifred Watt. Wichtige Bücher verändern die Welt. Honey happens. Die besten Bücher werden gelesen. Die 10 wichtigsten Bücher seit Gutenberg. Ja, kommen wir gleich zum Besten unserer Büchershow. Sie, verehrtes Publikum, entscheiden mit diesen Karten hier, welches wir zu den 10 besten... Wichtigsten. Besten. Gut, besser, die wichtigsten. Besten Bücher zählen seit Erfindung des Buchdrucks. Wir haben 10 verschiedene Buchgenres für Sie ausgesucht. Wir haben jeder je ein Buch in jedem Genre, welches wir persönlich favorisieren. Seltsamerweise können wir uns nie auf ein Buch einigen. Merkwürdig. Deshalb kamen wir auf die Idee, Sie entscheiden zu lassen. Die Farbe gilt. Wo ist der böse Mann heute Abend? Ah, da sitzt einer. Du bist böse, 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 weil du ein Mann bist. Wusstest du das nicht? Das hier ist intellektuelles Emanzipationsgejammer am Schreibtisch. Ach, ich brauche keine Menschen, ich habe ja einen Schreibtisch. Aber eins sage ich Ihnen, wir wollen Kerle, Kinder, Mütter, keine Weicheier, Männer. Das Leben ist anders. Eins sage ich Ihnen, Frauen wie Sie sind schädlich für die Emanzipation der Frau. Frau Happens, dann machen Sie doch einfach einen besseren Vorschlag. Hier, weltweit 120 Millionen Mal verkauft. Hat jede Frau gelesen, im zarten Kindesalter schon. Pippi Langstrumpf ist ein Kinderbuch und gehört nicht hierher. Doch. Denn wann entstehen Rollenbilder und Geschlechterrollen? Zwischen 4 und 14. Frau Happens, Sie haben zwar rote Haare, aber Sie sind doch definitiv erwachsen. Ja. Wenn Pippi Langstrumpf lesen und schreiben gelernt hätte, wenn sie erwachsen geworden wäre, dann wäre dieses Mädchen auch eine Kämpferin für die Rechte der Frau geworden. Sie hätte es gelernt, ihre Träume in Worte zu fassen. So wie alle Schwarzer. Schwarzes Szenario aus Patriarchat, Penetration und Pornodiskussionen. Das ist weit gefehlt. Ich erlaube mir zu zitieren. Der vollständige Mensch, bei dem das biologische Geschlecht eines Tages keine Rolle mehr spielt, das ist mein Traum. I have a dream. Yes, she can. Blau, für alles Schwarzer der große Unterschied. Rot, für Pippi Langstrumpf. Das nächste Genre ist nützliche Bücher im Alltag. Moment, das ist doch nicht mehr drin. Doch. Nein. Das war immer drin. Nein, wir haben diese Kategorie sterben lassen. Wann? Gestern. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich bin in dieser Kategorie nicht vorbereitet. Und das wussten Sie. Liebe Honey Happens, es gibt so viele nützliche Bücher. Sie suchen sich vielleicht das irgendeins. Gibt's doch. Adolf Freiherr von Knigge. Über den Umgang mit Menschen. Wir sehen die klügsten, verständigsten Menschen im gemeinen Leben Schritte tun, wozu wir den Kopf schütteln. Woher kommt das? Was ist es, das Ihnen fehlt? Es fehlt Ihnen die Kunst im Umgang mit Menschen. Herrschsüchtige Menschen sind schwer zu behandeln. Sie passen nicht zum freundschaftlichen Umgange. Sie wollen überall durchaus die erste Rolle spielen. Das deutsche Backbuch. Das Mehl mit der Speisestärke sehr empfindlich in eine Schüssel schieben. Bereits ist eine schwere Aufgabe. So. Und danach 100 Gramm Zucker dazu geben. Und zum Schluss noch eine Prise Salz. Ihn aber so gerne dann noch etwas eigenen Ideen zu verwickeln. Es gibt ja Menschen, die alles besser wissen wollen, nur um das Vergnügen zu haben, streiten zu können. Dann den Teig 30 Minuten kalt stellen, bei 190 Grad 15 Minuten backen. Zaubern Sie Ihrer Familie jeden Tag etwas Süßes auf den Tisch. Das deutsche Backbuch. Und mein nützliches Buch, das haben Sie mir mit dieser Aktion kaputt gemacht. Aber die Zuschauer, die sind intelligent. Und die werden Knigges Buch über den Umgang mit Menschen ihre Stimme geben und nicht einer x-beliebigen Rezeptesammlung mit Fettflecken.
Wer für das deutsche Backbuch stimmt, bekommt hinterher einen Albert-Keks. Nehmen wir die 10 Gebote, die Sintflut, die Geburt Jesu, die Kreuzigung, die Auferstehung, die Apokalypse. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß und blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben so, dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Denn unser Wissen ist Stückwerk. Der Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde. 1:0 für die Bibel. Ja, Sie haben recht. Ja, Sie haben recht, Hanni von Happens. Die Bibel steht im Mittelpunkt der Welt. Richtig. Die Bibel ist der Fixstern, an dem sich jegliche Literatur des Abendlandes orientiert. Andere Bücher können die Bibel nur umkreisen, so wie unser kleiner blauer Planet. Die Sonne umkreist. Ach, Lady Watt, bleiben Sie doch stehen. Mir wird es schon ganz schwindelig von Ihren Umkreisungen. Heureka! Die Erde dreht sich um die Sonne. Sie haben es alle gehört. Sie haben es zugegeben. Die Bibel ist widerlegt. Die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Sieg für die Wissenschaft. Ich setze der Bibel das wissenschaftliche Lebenswerk von Charles Darwin entgegen. Der Mensch stammt vom Affen ab. Wir müssen, glaube ich, zugeben, dass der Mensch mit all seinen edlen Eigenschaften, mit seiner Sympathie auch für das Geringste, Gentechnik, mit seinem göttlichen Intellekt, Klone, Leben aus dem Reagenzglas, dass dieser Mensch mit all seinen erhabenen Kräften dennoch in seinem Körperbau den unauslöschlichen Stempel seines tierischen Ursprungs trägt. Darwin schuf mit seinen Theorien die Grundlagen für die Rassentheorien der Nazis. Ohne die Errungenschaften der Wissenschaft würden sie hier nicht rumsitzen, Bücher präsentieren. Sie könnten ihre Kinder nicht impfen gegen Vogel, Schweine, sonstige Grippen. Durch Polioimpfung mit infiziertem Affenserum entstand AIDS. Durch die Konkurrenz von Wissenschaftlern. Da ist ihre Kirche aber mehr als mitbeteiligt, wenn sie Kondome ablehnt. Jetzt verwechseln Sie doch bitte das Buch, nicht mit der Institution. Hängt in diesem Fall zusammen. Bleiben wir bei der Wissenschaft. Wissenschaftlich. Ja? Einstein schuf die Voraussetzungen für die Atombombe. Denken Sie an biologische Waffen. Wollen Sie Inquisition? Du sollst nicht töten. Hexenverbrennungen? Du sollst nicht stehlen, nicht begehren deines nächsten Hausweibknechts. Sklavenhandel, Kreuzzüge. Ah, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Priester segeln Kanonen, heilige Kriege. Jesus hat niemanden ermordet, der wurde ermordet. Aber nicht von Einstein. Jetzt sind Sie dran. Und dies ausrufend, wohlgedeckt mit seinem Schilde, mit eingelegtem Speer, sprengte er an und griff die erste Mühle vor ihm an. Aber als er ihm einen Lanzenstoß auf den Flügel gab, da drehte dieser den Flügel mit solcher Macht herum, dass er in Stücke brachte. Aber das ist doch kein Krieg, Lady Watt. Das sind doch nur die 10 besten Bücher seit Gutenberg. Wichtigsten Schweig, Freund Sansa. Aber diese Bücher hat doch Cervantes nur geschrieben, um den Lesern die Ritterromane unleidlich zu machen. Cervantes war nicht verrückt. Ach. Ja, Cervantes, der Autor, war ein sehr klarer Kopf. Aber seine Figur, Don Quixote, ist verrückt.
Bücher von Verrückten. Sie haben recht. Ja. Und Karl May. Karl May war verrückt. War verrückt. Er war ein Lügner, ein Hochstapler. Zum Schluss hat er geglaubt, selbst Old Shatterhand zu sein. Irre. Ja, ich meine, es gibt doch Old Shatterhand-Filme. Es gibt Winnetou, Festspiele. Großartig, fantastisch. Da gibt's ein weltberühmtes Musical. Kennen Sie das nicht? Der Mann von La Mancha. Er träumt den unmöglichen Traum. Sie träumt. Sie träumt den unmöglichen Traum. Bekämpft den unschlagbaren Feind. Er trägt den untragbaren Krone. Stürmt vor, wo der tapferste flieht. What happens next?